Unter den Dingen, die ich von meinen Eltern, die vor einigen Jahren in hohem Alter gestorben sind, geerbt habe, befindet sich ein unscheinbares Kuvert mit der Aufschrift «Alte Rezepte». Darin stecken zwei Kochrezepte, und zwar, ich will ehrlich sein, völlig nutzlose. Ob schon meine Mutter eine ausgezeichnete Köchin war, wurden die beiden aufgezeichneten Gerichte nie zubereitet, nie gekocht, nie haben wir sie auch sonst wo irgends gesehen, probiert, noch nicht mal von Weitem erschnuppert, denn das war schlicht unmöglich, aus einem einleuchtenden Grund. Die wichtigsten Zutaten der Rezepte sind schon lange nicht mehr erhältlich. Das eine Rezept trägt den Titel Napoleons Hirn. Zur Zubereitung fehlt, wohl schon seit über 100 Jahren, Napoleons Hirn. Nicht sein richtiges, wohlverstanden, das seit 1821 in St. Helena und ab 1840 im Pariser Invalidendom deponiert und trotz vierfachem Sarkophag wohl längst von Würmern und Mikroorganismen sorgfältig rezykliert wurde. Nein, gemeint ist mit Napoleons Hirn der Stähkäse, appenzellerisch für Steinkäse. Auch genannt Franzosenklumpe oder Uetertruse. Der ziemlich pönkige Bergler Volksmund drückte damit aus, dass das Ding rundlich war, von einer Kuh stammte und man plündernde Horden aus dem Flachland, vor allem aber die blasierten Franzosen, mit ganzer Inbrunst verachtete. Der Stähkäse ist, wie sollte es anders sein, ein Käse, der aussieht wie ein Stein. Er wurde draußen im Freien gelagert, nicht in den Käsekellern, sondern an unverdächtigen Stellen, neben dem Haus, beiläufig an einer Hauswand, unter einem Mäuerchen oder auf einer Geröllhalde, sodass gierige Banditen und hungrige Söldnertruppen den Käse unmöglich finden konnten. Vermutlich entstand der Stähkäse zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges nach 1600. Da gab es zwar Napoleon noch nicht, aber andere marodierende Truppen zuhauf. Der Steinkäse war keine Slow-Food-Käse-Spezialität. Nein, er war eine existenzielle Notwendigkeit, eine geniale, simple Notration, mit deren Hilfe ausgeraubte Bergbauern bestenfalls den Winter überlebten. Heute sagt man dem Versicherung, also ein Survival-Trick, dem wohl viele Menschen, die rund um den heiligen Berg Sentis lebten, ihr Dasein verdanken. Viele meiner Vorfahren vom Bürgerort Wattwil, vielleicht also auch ich selber. Und ohne Napoleons Hirn gäbe es eventuell diese Geschichte nicht. Das Rezept zur Zubereitung von Napoleons Hirn wurde von meinem Vater Heinrich mit seinem wie immer tadellos ultrafein gespitzten Bleistift in seiner klaren Mathematikerschrift auf kariertes A5-Papier notiert. Ich nehme an, dass Napoleons Hirn flüssig serviert wurde und würzig bis unverhohlen stinkig die Synapsen der Geruchssensoren weit herum erschütterte. Typisch für den eigentümlichen Gastrohumor des Toggenburger Menschenschlags, der sich vom dekadenten Kitschgeruch des Wohlstands verluderten Kölnisch-Wasseradels trotzig abheben musste. Mein Großvater, ebenfalls Heinrich, hat mich eingeweiht in das Geheimnis, wie man den Stähkäse herstellte. Damals war ich noch ein kleiner Junge, vielleicht 8 oder 10 Jahre alt, also etwa 1965. An das Gespräch kann ich mich im Detail erinnern. Es fand im Keller des großelterlichen Hauses in Tufertschwil statt, in welchem mein Opa, damals war er 70 Jahre alt und bucklig, gerade hammerschwingend auf einem wurmlöchrigen Schraubstock Obstkisten zusammennagelte. Während des Redens schwenkte er einen Bündel Nägel im Mundwinkel und unterbrach seine Arbeit nicht. Es roch nach feuchtem Staub, nach dem süßen Harz der frischen Fichtenbretter und nach mit Gewehrfett geölten Werkzeugen. Ich ahnte, dass Großvater mir, dem Stammhalter der Ambühls, ein Geheimnis verriet. Trotz Gehämmer und Geschäftigkeit lag eine feierliche Stimmung in der Luft. Klar, dass der Trick mit dem Stähkäse nur dann nützlich sein konnte, wenn niemand ihn kennt, den es nichts anging. Und die Bergler können gut auf der Schnorre hocken. Das weiß man ja nicht erst seit der Appenzeller Käsewerbung.
Nach 1800, in friedlicheren und sichereren Zeiten, konnte der Käse dieses externe Fettpolster der Bergler dann wieder weitgehend verlustfrei im Kellern lagern, und so geriet die Kunst und auch die Mühsal der Herstellung von Napoleons Hirni mehr und mehr in Vergessenheit. Oder wurde weiter geheim gehalten für die, Gott bewahre, nächsten bösen Zeiten. Das zweite Rezept, das ich geerbt habe, ist betitelt Maria Judis Suppe. Das tönt in Anbetracht der Ingredienzien recht unverfänglich und war wohl auch Absicht. Meine Mutter, geborene Ida Mettler, hat das Rezept in ihrer schlichten, aber praktischen Schnürlischrift auf ein mit Bleistift handliniertes A4-Papier geschrieben mit einem Kugelschreiber. Das kann also frühestens in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts gewesen sein. Der Name Maria Giudi war mir nicht fremd, wohl aber, ich gestehe ganz offen, die Vorstellung, einst ihre Suppe essen zu müssen. Was wollten mir meine Eltern bloß mit diesem extravaganten Kochrezept mitteilen? Denn, nicht wahr, diese Rezepte waren handverlesen. Sicher nicht Abschrift eines Kochbuchs, nein, eine sorgfältig ausgewählte Botschaft. Zuletzt in ihrem langen Leben, nachdem sie tonnenweise Erinnerungen und Möbel, auch ein Dutzend Kochbücher, alles bis auf ganz, ganz weniges weggegeben hatten, bewahrten meine Eltern nur noch die Essenz ihrer Lebensdinge auf, die in einer Schublade Platz fanden. Ein paar Broschen, Ketten, Ordner mit dem Testament, den Adressen der Freunde und Bekannten, die eine Todesanzeige erhalten sollten, ein paar Bankunterlagen, ihre eigenen selbstverfassten Lebensläufe und das Kuvert mit den zwei Kochrezepten. Weshalb also war Ihnen Maria Giudi so wichtig? Am Rezept selber kann es kaum gelegen sein. Es besteht aus wenigen Zutaten, nämlich in der korrekten Reihenfolge Puppen von Seidenraupen, Brotbrösel, Schnittlauch, Butter, Saft unreifer Trauben, Salz, Wacholder und Kümmel. Außerdem benötigt man zur Zubereitung 2 bis 3 Kalksteine. Die Suppe wurde auf geröstete Brotschnitten, die mit frischem Knoblauch berieben waren, gegossen. Eine Sommersuppe muss es demnach gewesen sein, denn unreife Trauben, Verschü oder Agrest, wie es im Mittelalter hieß, war nur im Sommer vorhanden oder, wenn im Herbst, dann in sehr schwierigen Jahren, wenn die Trauben nicht richtig reif wurden. Die Seidenraupenpuppen weisen darauf hin, dass die Suppe vor 1870 entstanden sein muss, weil die Seidenzucht in Europa nur bis zu diesem Jahrzehnt überhaupt noch existierte. Vorher aber seit Jahrhunderten weit verbreitet war, auch nördlich der Alpen. Die nahrhaften Puppen wurden nach dem Abhaspeln der Seide selbst im christlichen Abendland verspiesen. Bis 1880 fanden sich sogar in gutbürgerlichen Kochbüchern noch Rezepte zur Zubereitung der Maikäfersuppe, ausdrücklich empfohlen von Ärzten zur Stärkung für Rekonvaleszente. In den Jahren danach wurde Entomophagie verdrängt, stigmatisiert als arme Leute-Fraß, als unzivilisierte heidnische Essriten von Hexen, Negern und anderen Primitiven, oder man schämte oder ängstigte sich, diese Rezepte aufzubewahren, weil man nicht auf das Verpönte behaftet werden wollte. Ich habe mich immer gewundert, woher meine Mutter all diese Geschichten kannte. Dazu jeden Namen von jedem Enkelkind, von jeder Tante, jeder Cousine. Einer ihrer 5 Brüder hatte immerhin 13 Kinder. Von allen wusste sie, wann, mit wem sie verheiratet sind, verheiratet waren, sogar manchmal warum, inklusive epische Teile der zugehörigen Familiengeschichten, wie zum Beispiel auch der von Maria Johanna Giudi. Woher hatte sie all diese Informationen? Sowas kommt nicht in der Tagesschau und findet man auch nicht im Internet, nicht mal in einem Buch findet man sowas. Und, haltet euch fest, nicht mal in Wikipedia. Das enorme biografische Datenmaterial, das meine Mutter gesammelt, memorisiert, aber nie aufgeschrieben hatte und da er heute weitgehend verloren ist, stammte von den sogenannten Familienzusammenkünften. Familienzusammenkünfte fanden noch bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts statt.
Auch meine beiden Schwestern und ich waren, wenn wir Pech hatten, eingeladen. Wir haben uns regelmäßig blamiert, weil wir immer alle verwechselt haben. Ja, man muss eben ein gewisses Flair für familiäre Strukturen haben. Ich war mehr an Biologie, den Beatles und, obwohl man ja auch Kuckusinen heiraten durfte, mehr an Mädchen interessiert, mit denen ich nicht verwandt war. So konnte ich verhindern, dass meine Mutter erfuhr, mit wem und wo ich mich herumtrieb. Ihr Netzwerk war beachtlich. Facebook hätte von ihr einiges lernen können. An der Mettler-Zusammenkunft traf meine Mutter sich mit ihren Brüdern und auch den Schwestern und Brüdern ihres Vaters und deren Kindern und Enkeln. Es hörte einfach nie auf. Mittelgroße Säle wurden reserviert im Rössli, Hirschen, Schäfri oder goldigen Meerschweinchen. Und da wurde das gepflegt, was man wohl ethnologisch als orale Sippentradition bezeichnen würde. Mit zunehmendem Alter starben die Teilnehmer dieser Zusammenkünfte weg. Heute ist diese Tradition meines Wissens erloschen. Meine Mutter nahm jeweils an beiden Familienzusammenkünften teil, nämlich an der Mettler- und an der Ambühl-Zusammenkunft. Sie besaß einen unbestrittenen Sonderstatus. Die Mettlers stammen ursprünglich aus Kirchberg, die Ambühls aus Tuffertschwil ob Lütisburg, beides Toggenburger Dörfer. Die Regel aber hieß, dass an Familienzusammenkünften die Ehepartner unerwünscht sind, außer bei meiner Mutter. Weil meine Mutter eben nicht nur mit meinem Vater verheiratet war, sondern weil außerdem der Bruder meiner Mutter mit der Schwester meines Vaters verheiratet war. Diese Konstellation bezeichnete man damals als über den Miststock verheiratet. Zugegeben, Miststock und Heirat, das tönt heute im Ohr eines urbanen Bankangestellten wenig romantisch. Zur Zeit der Vorfahren meiner Eltern aber, die arme Kleinbauern waren, meist mit mehr Kindern als Kühen, war die Größe des Miststockes Ausdruck von Reichtum und Wohlstand eines Bauern. Zeigte, wie viele Kühe er hat, wie viel Dünger für die Wiesen, wie viel materielle Ressourcen, eigentlich wie viel Geld. Deshalb wurde der Mist der Kühe auch nicht einfach aufgehäuft, sondern kunstvoll gezöpfelt. Man hat ihn fast wie Goldbarren fein säuberlich aufgeschichtet, meist gut sichtbar vor dem Haus, damit wer immer vorbeiging, von Weitem schon sehen und auch riechen konnte, da ist ein reicher Bauer zu Hause. Keiner dieser Bauern wäre je auf die Idee gekommen, einen hologramm lackierten Porsche Panamera Biturbo in einer Garage zu verstecken. Diese neureichen Tölpel haben ja keine Ahnung, wie man effektvoll protzt und wie man sein Territorium richtig markiert. Ja, wenn ich mir es genau überlege, komme ich mir, weil ich die Angeberei mit den Misthaufen noch mit eigenen Augen sah und roch, schon richtig uralt vor. Wie auch immer, meine Mutter hat die Geschichte der Maria Johanna Tschudi und ihrer Suppe im Detail gekannt und jedes Mal, wenn sie davon erzählte, schwang unverhohlene Bewunderung und auch trockener Stolz in ihren Worten mit, was bei meiner Mutter eine Seltenheit war. Maria Tschudi war eine Rebellin, eine Frau, die sich allein durchgesetzt hatte. Und sie war verwandt mit dem berühmten Namensvetter des Ehemannes meiner Mutter, mit dem Matthias Ambühl, der sogar in Wikipedia erwähnt ist und der mit Wilhelm Tell und Winkelried das Triumvirat der Schweizer Volkshelden darstellt. Im Gegensatz zu Tell ist Matthias Ambühl erst noch im wahrsten Sinne des Wortes hieb- und stichfest historisch belegt, also ein wirklich echter, zertifiziert wahrer Schweizer Held. Meine Mutter hat die Geschichte der Maria Tschudi selber nie aufgeschrieben. Ich werde das hier stellvertretend für Sie tun und Sie, verehrte Leserinnen und Leser und Teilnehmer des Bildwegs, zu Komplizen machen. Denn da, wo Sie heute gehen, ging Maria Johanna Tschudi vor 150 Jahren.